nicht mehr als Lehrerin arbeiten, das geht doch gar nicht. Der Herr Chillig, wie konnte er mich nur feuern? Also, ich brauche unbedingt irgendwas Neues in meinem Leben. Ich habe eine super tolle Idee, aber naja, bei mir wundert mich das auch nicht. Ich werde mir einfach ein Umstyling geben und dann werde ich zurück zur Schule gehen. Und dann kann ich da wieder arbeiten. So, und der erste Schritt ist, dass ich mir eine neue Frisur gebe und vielleicht auch eine neue Haarfarbe. Dann bin ich ein ganz neuer Mensch. Warum geht das denn nicht auf? Ach so, drücken, okay. Hallo, ich bin's. Ich brauche was Neues, was ganz, ganz Tolles. Herzlich willkommen hier im Friseursalon. Also, ich habe Sie noch nie gesehen. Eine Stammkundin sind Sie nicht. Haben Sie einen Termin? Wie bitte? Einen Termin? Ich brauche doch keinen Termin. Wissen Sie nicht, wer ich bin? Ich bin die Mathelehrerin. Ja, alles klar, Mathelehrerin. Ja, los, schnell. Also, auf was warten Sie noch? Sie können froh sein, dass gerade kein anderer Termin ist. Also, ich nehme Sie jetzt kurz dazwischen. Ja, weniger reden, mehr machen, bitte. Wie kann ich Ihnen denn weiterhelfen? Also, an was haben Sie gedacht? Also, ich möchte komplett anders aussehen. Also, nicht, dass ich nicht hübsch bin. Ich bin mit die Hübscheste bei uns aus der Familie. Wobei, meine Schwester hat auch schöne Haare. Aber ich muss komplett anders aussehen. Was ganz, ganz Neues, bitte. Okay, alles klar. Also, ich fange erstmal an, Ihre Haare zu waschen. Und dann kann ich sie auch besser schneiden. Und das kriegen wir schon hin. Oh, Ihre Haare sind ja total verfilzt. Seien Sie doch vorsichtig! Kämmen Sie irgendwann auch mal Ihre Haare? Das brauche ich doch nicht bei diesen schönen Haaren. Oh Mann. Also gut, dann legen wir mal los. Ich habe auch schon eine Idee. Ja, bitte, also. Also wie lange dauert das denn noch, bitte? Was ist das denn hier für ein Friseursalon? Oder bin ich hier gar nicht in einem Friseursalon, sondern in einem, ja, ich lass mir Zeit, Friseursalon. Los jetzt! Immer mit der Ruhe. Also Sie sind bitte. Wirklich unhöflich. Ich bin jetzt fast fertig. Schauen Sie mal. Wie sehe ich denn aus? Ich sehe aus wie Onkel Wolfgang. Aber naja, ich sehe halt ein bisschen anders aus. Das ist gut. Hier haben Sie Ihr Geld. Also ja, ich komme hier nicht noch einmal hin, weil das war keine schöne Arbeit, was Sie hier geleistet haben. Aber trotzdem, ich muss Sie ja bezahlen, bevor Sie die Polizei rufen. Tschüss. Also, neue Haare? Check. Jetzt brauche ich nur noch ein neues Outfit. Herzlich willkommen hier in der Modeboutique. Kann ich Ihnen weiterhelfen? Ob ich wohl Hilfe brauche? Natürlich brauche ich Hilfe. Sie sind doch hier die Verkäuferin, oder nicht? Was machen Sie denn den ganzen Tag? Arbeiten Sie hier nicht? Helfen Sie mir gefälligst. Ja, natürlich. Also bitte. Was suchen Sie denn genau? Wir haben hier schöne Kleider. Gefällt oh, Ihnen das hier? Oh Mann. Also versuchen Sie mir Sachen von vor 20 Jahren zu verkaufen. Das ziehe ich nicht an. Das ist aus der neuesten Kollektion. Aber wie wäre es denn mit diesem Oberteil hier unten? Ist das nicht was für Sie? Oh ja, das ist es. Das ist es. Das möchte ich haben. Ich nehme mir das schon selbst hier raus. Also, wie lange Sie eigentlich brauchen? Haben Sie das überhaupt hier? Unfassbar! Entschuldigung, also, okay, bedienen Sie sich einfach selbst. Gar kein Problem. Oh Gott. Oh, das ist ja super. Ich sehe ja aus wie ein Model. Aber das so sah ich schon vorher aus. Wenn ich mich kurz einmischen darf. Also, nein! Das Oberteil ist Ihnen viel zu nein! klein. Was? Sie bräuchten das in der Nummer größer, aber das haben wir nicht. Also sind Sie wohl ruhig, Sie haben doch keine Ahnung. Das ist meine Sache, Sie haben doch keine Ahnung von sowas, von Mode und was Schönes. Und diese Tasche, die nehme ich auch mal direkt mit. Normalerweise würde ich jetzt sagen, kommen Sie gerne bald wieder. Aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich Sie nicht wiedersehen will. Also was war das denn für ein Laden? Hier komme ich ja nie wieder hin. Und jetzt ab zur Schule. Ich muss wieder arbeiten. Ich hoffe, Herr Schlichter erkennt mich nicht wieder mit diesem Outfit und diesen Haaren. Also das war mit Abstand die furchtbarste Kundin, die ich jemals hatte. Ich würde am liebsten kündigen. Furchtbar heute. Toll, das hat mir gerade noch gefehlt. Jetzt ist noch eine Lehrerin weg, aber die musste natürlich weg. Aber jetzt, wie soll ich das denn mit dem Personal hier managen? Wir haben nicht genügend Lehrer. Hallöchen, klopf, klopf. Also, ich habe gerade gehört, Sie brauchen einen Lehrer oder eine Lehrerin? Ja, das haben Sie richtig gehört. Spionieren Sie? Von wo kommen Sie überhaupt? Wer sind Sie? Haben Sie einen Termin? Entschuldigen Sie, ich wollte mich ja vorstellen. Ich bin die Frau Schlauberger. Silvia Schlauberger ist mein Name. Ah, guten Tag, Frau Schlauberger. Ich bin der Herr Chillig. Wollten Sie sich hier bei mir vorstellen oder weswegen sind Sie hier in der Schule? Ja, genau so sieht's aus. Also ich möchte mich hier als Lehrerin bewerben oder als Vertretungslehrerin, weil, wissen Sie, ich bin die beste Lehrerin, ja? Ja, na dann sage ich erstmal herzlich willkommen hier bei uns an der Schule, hier im Playmobil City an der Grundschule. Oh, das läuft ja wie am Schnürchen. Er erkennt mich nicht wieder, aber dieses Gesicht, das muss man doch eigentlich wiedererkennen. So hübsch. Oh, aber gut. Sie kommen wirklich wie gerufen. Setzen Sie sich doch einfach mal hin, wir können ja ein bisschen reden. Also, Frau Schauberger, das hat zwar jetzt mit der Sache nichts zu tun, aber ich finde Ihre Haare super toll. Das wird den Kids hier gefallen. Oh, das ist aber nett süß. Ich meine, Herr Chillig, ja. Also, ich habe Ihnen auch schon mal eine Bewerbung per Mail zukommen lassen. Ah, da sehe ich schon. Okay. Oh, das sind ja super Leistungen, die Sie erbracht haben bisher. Ich habe doch gesagt, ich bin die beste Lehrerin. Haben Sie nicht gehört? Bin ich jetzt eingestellt? Max, bist du da? Max, kann ich einmal kurz mit dir reden? Oh, ich glaube, du bist gerade in einem Gespräch, oder? Dann komme ich später einfach wieder. Harry, bleib ruhig hier. Du störst nicht. Alles gut. Was gibt's denn? Es geht eigentlich um den Englischlehrplan. Also, das ist viel zu viel. Das schaffen wir dieses Jahr nicht mehr. Diesen Stoff, den können wir dieses Jahr gar nicht mehr machen. Das geht so nicht.
Ah, hallo Harry, also ich bin die Frau Schlauberger, ich bin eine neue Lehrerin hier und ich könnte natürlich auch in Englisch helfen. Hier, hören Sie mal, bonjour, das ist ja Französisch, hello, my name is Frau Schlauberger. Träum ich gerade? Max, was macht denn die hier schon wieder? Also die hatten wir doch erst vor paar Tagen hier rausgeworfen, also das verstehe ich nicht. Harry, was erzählst du denn da bitte? Das ist eine neue Lehrerin, die war hier noch nie. Also die hat Top-Leistung, sage ich dir, die wird uns auf jeden Fall weiterhelfen, also bitte ein bisschen ruhiger, ne? Also... Max, hast du Tomaten auf den Augen oder so? Das ist die alte Mathelehrerin, die aus Hannas Klasse. Also wie bitte? Harry, das habe ich gehört. Eine Hanna? Nee, kenne ich nicht. Scheint aber kein schöner Name zu sein. Ein furchtbarer Name. Max, also ich bitte dich, guck dir das doch mal an. Okay, sie hat die Haare vielleicht ein bisschen anders und eine andere Farbe, aber das Outfit, sie hat da nur so eine Jacke drüber. Mehr nicht, das ist sie und die Stimme, das erkennt man doch. Also Harry, Sie sehen zwar sehr, sehr süß aus, aber Sie sind sehr, sehr unhöflich. Ich rede nicht mehr mit Ihnen. Was ist denn jetzt mit der Stelle, Herr Chillig? Oh, Harry, du hast ja recht. Wie habe ich das nur nicht bemerkt? Ich dachte, wir wären sie los und... Oh, nein. Und ich dachte, wir hätten jetzt eine neue Lehrerin. Oh, toll. Ich bin das nicht! Sie müssen mich verwechseln, so schön! Gibt's mich nur einmal auf der Welt! Sie gehen jetzt hier sofort aus meinem Büro und auch vom Schulgelände. Und wenn ich sie hier gleich noch sehe, dann rufe ich die Polizei, damit das klar ist. Oh, nein, das war der beste Plan! Das ist nur deine Schuld, du süßer Harry Handsome! Und ich wollte noch an dieser Schule arbeiten, aber jetzt klappt das nicht mehr! Max, das war wirklich knapp. Also, das hätten wir den Kindern nicht antun können. Also ich bin